Menschen getötet worden. Die Angriffe ereigneten sich in Orten in der Nähe von Tel Aviv, wo überwiegend orthodoxe Juden wohnen. Benjamin Hammer mit den Einzelheiten. Der mutmaßliche Terroranschlag ereignete sich in der Stadt Bnei Brak bei Tel Aviv. Ein Mann auf einem Motorrad eröffnete am Abend das Feuer und soll gezielt auf Menschen geschossen haben, unter anderem auf eine Person in einem Auto und auf zwei Personen in einem Geschäft. Im Großraum Tel Aviv ertönten viele Sirenen von Rettungsfahrzeugen. Mindestens 5 Menschen wurden getötet. Ein nicht verifiziertes Handyvideo zeigt einen Mann auf einem Motorrad. Laut ersten Medienberichten wurde er von einem Polizisten erschossen. Die Polizei kann aber aktuell noch nicht ausschließen, dass es noch weitere Täter gibt. In Israel gab es abseits von Jerusalem jahrelang keine schweren Terroranschläge mehr. Das hat sich in der letzten Woche geändert. Vor dem Anschlag in Bnei Brak ereigneten sich 2 weitere Terrorattacken. Insgesamt wurden mindestens 11 Menschen getötet. Die Täter der 2 ersten Anschläge sollen in Verbindung mit dem selbsternannten Islamischen Staat gestanden haben. Viele Israelis erinnern die Anschläge mitten im Land an die 2. Intifada. In diesen Tagen wird an den gewaltvollen Höhepunkt der Intifada erinnert, vor genau 20 Jahren. Aus Israel berichtete Benjamin Hammer. Wir schauen jetzt wieder zum Fußball und zur deutschen Nationalmannschaft mit Andreas Hilden. Die deutsche Nationalmannschaft hat nämlich an diesem Abend ihren ersten echten Härtetest, muss man so sagen, seitdem der Bundestrainer Hansi Flick das Amt übernommen hat. Es geht in Amsterdam gegen die Niederlande. Zur Halbzeit steht es 1:0 für Deutschland. Jetzt gibt es die zweiten 45 Minuten live und in voller Länge mit ihren Reportern Michael Augustin und Armin Lehmann. Das war noch mal ein richtig schöner Abschluss einer insgesamt ja sehr ansehnlichen ersten Halbzeit, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern insgesamt war es ein sehr ansehnliches Spiel. Und dann war es eben Thomas Müller mit einem 43. Länderspieltor. Damit hat er uns Kuhu-Mesela eingeholt. Zum 1:0 quasi mit der vorletzten Aktion der ersten Halbzeit. Danach gab es noch den Anstoß für Oranje und dann Pause. Jetzt kommen die ersten Spieler langsam wieder zurück auf den Platz. Also wir sind zufrieden, Michael, mit der ersten Halbzeit. Deutschland führt. Nein, es gab weitere Möglichkeiten für die deutsche Elf. Timo Werners Kopfball an die Latte, obwohl er ja auch mal knapp im Abseits war. Die Deutschen haben das Spiel aktiv gestaltet, haben uns mal aufpassen, dass die Niederländer ihre Schnelligkeit in Person von Depay und Mahle nicht zu sehr auf den Rasen bringen. Mahle hatte die beste Chance für die Gastgeber in der 35. Minute, als er mit Ball schneller war als Rüdiger Ode. Wurde ja geschickt und das will schon was heißen, wenn man mit Ball so schnell ist. Aber der Dortmunder hat den Ball eben nicht aufs Tor gebracht, sondern links am Kasten von Manuel Neuer vorbeigeschossen. Jetzt sind auch die deutschen Spieler zurück auf dem Rasen. Deutschland wird anstoßen. Timo Werner tänzelt da schon in seinem schwarzen Trikot. Die Deutschen mit schwarzen Stutzen, schwarzen Hosen, schwarzen Trikots mit weißen Rückennummern. Das Oranje-Team logischerweise in Orange. Und jetzt geht es weiter mit den zweiten 45 Minuten. Deutschland führt gegen eine Top-Nation. Das ist der heutige Gegner. Das war ja in der vergangenen Zeit eher selten der Fall. In den vergangenen 5 Jahren gab es nur 2 Siege gegen solche Top-Nationen von insgesamt 16 Spielen bei der EM gegen Portugal. Und hier 2019 in diesem Stadion gegen die Niederlande 3:2. Siegtorschütze damals Nico Schulz, der inzwischen gar nicht mehr zum Kader der deutschen Nationalmannschaft gehört. Aber es gab eben auch viele Niederlagen gegen große Mannschaften, gegen Engländer, Franzosen, Spanier, Brasilianer. Und jetzt sind es noch 45 Minuten, die deutsche Mannschaft gerne so weitermachen darf. Denn das Spiel, das war recht ordentlich. Die Deutschen sind zum Mitte Havertz im Ballbesitz. Er kriegt einen leichten Schubser von Malassia, bleibt aber stabil, passt den Ball raus auf die rechte Seite zu Thilo Kehrer. Kehrer wieder zu Havertz, halbrechte Position, gar nicht mehr so weit vom Strafraum entfernt. Flacher Pass zu Müller. Müller ebenfalls flach zu Gündogan, der auf rechts außen zu Kehrer. Ja, und jetzt spielen die Deutschen so ein bisschen den niederländischen Abwehrriegel. Eine Fünferkette bei gegnerischem Ballbesitz. Armin Lehmann hat es im ersten Rückjahr mal erklärt. Louis van Gaal hat das System, dieses 4-3-3, das doch eigentlich fest eingraviert ist, in den niederländischen Fußball aus den Angeln gehoben. Aber er wäre nicht Van Gaal, wenn er seine Idee nicht durchdrücken würde. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die Niederländer im zweiten Durchgang noch so zeigen. Was erwartest du für einen weiteren Spielverlauf, Armin? Ja, ich glaube, dass Oranje schon versuchen wird, jetzt hier ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen. Das könnte der deutschen Mannschaft die ein oder andere Gelegenheit eröffnen. Die haben ja beide immer sehr ruhig hinten ihre Tore.
heute eingebunden. Manuel Neuer jetzt mit dem Fehlpass, da müssen Sie aufpassen. Könnte gefährlich werden und dann ist Schlotter weg zur Stelle. Und kann Kilian Neuer relativ gut gedrängt, spielt er da den Ball in der eigenen Hälfte einem Oranje-Spieler in die Füße. Aber der Gegenangriff läuft über Sané. Der müsste mal nach oben gucken. Da ist Raum völlig frei. Und Raum kriegt jetzt auch den Ball. Ist im Strafraum. Schießt und drüber. Boah, er kann ihn auch querlegen. Der Timo Werner steht am Fünfer komplett blank. Und Raum nimmt den Ball ein bisschen langsam an. Wartet noch eine Sekunde, dann ist letzten Endes De Ligt schon bei ihm, blockt ihn da so ein bisschen ab und der Ball geht dann knapp 10, 15, 20 Zentimeter über die Latte. Hansi Flick ärgert sich genauso, Michael, wie wir beide uns. Das wäre natürlich so ein echter Nackenschlag für Oranje gewesen. Kurz nach dem Seitenwechsel schon das zweite deutsche Tor. Riesenchance für David Raum. Den Flankomaten, der die meisten hereingaben, zu verzeichnen hatten in der Fußball-Bundesliga. 154 Flanken, 5 Tore sind dadurch entstanden. Das hätte gerade eben sein erster Treffer für die deutsche Nationalmannschaft werden können. Der Mann, der so viel Dampf macht über die linke Seite, aber eben im Abschluss nicht gut genug war. Sané, gute Schussposition für ihn. Er zieht ab aus 18 Metern. Ball fliegt am Tor vorbei. Da ärgert sich der Münchner. Aber guter Auftakt. Lücke gefunden, Lücke gesucht. Warum nicht? Man muss sich ja nicht immer in den 16er hinein kombinieren. Auch das hat der Hansi Flick seinen Spieler mitgegeben. Häufiger mal abschließen, häufiger mal den Schuss aus der zweiten Reihe versuchen. Und das hat Leroy Sané, auch wenn es nicht erfolgreich zu Ende gegangen ist, gerade eben versucht. Die Niederlande sind dort in der deutschen Hälfte. Malen, Zweikampf mit Schlotterbeck. Schlotterbeck gewinnt diesen Zweikampf, schießt den Ball in die gegnerische Hälfte, wo Werner zwar rankommt, der Ball dann aber abtropft zu De Jong. Und auf der rechten Seite Malen jetzt. Wird da ja so ein bisschen von Raum berührt, geht zu Boden. Deswegen keine saubere Flanke ins Sturmzentrum. Aber es war kein Foul, das hat der Schiedsrichter so gesehen. Craig Pawson, der Engländer, der seinen Job auch gut gemacht hat im ersten Durchgang. Die Zeit muss auch sein, um mal den Schiedsrichter zu loben. Jetzt sind 49 Minuten gespielt. Deutschland führt in Amsterdam gegen die Niederlande mit 1:0 durch das Tor von Thomas Müller kurz vor dem Halbzeitpfiff. Aber den Wechsel der Oranges schon gehabt? Nee, ne? Also nee. Wijnaldum ist gekommen in der 46. Minute im zentralen Mittelfeld. Herzlich willkommen. Meiners. Ja, willkommen für ihn und Oranje bleibt im Ballbesitz, 1:0 für die deutsche Mannschaft. Jetzt ist Wijnaldum noch auf dem Weg in den Strafraum und Rüdiger ist da. Und Rüdiger schießt bei seiner Klärungsaktion Wijnaldums Fußspitze an. Das hat der Schiedsrichter gesehen und sagte, keine Ecke, sondern Tor ab vom Kasten von Manuel Neuer. Und damit keine weitere Gefahr für die deutsche Mannschaft, die ja durch den Treffer von Thomas Müller Sekunden vor dem Halbzeitpfiff mit 1:0 führt. Also Jana, aber sie schön reintakt in den Strafraum, bis zur Grundlinie, scharf in die Mitte spielt. Mit der Hacke dann der Klärungsversuch bei Oranje und der landet direkt vor dem Füßen, und zwar vor dem linken Fuß, um genau zu sein, von Thomas Müller. Und der macht das humorlos und haut das Ding in die Maschenseite, führt Deutschland 1:0, kommt jetzt schon wieder über Musiala, überragend das Spiel macht er, sag ich, wo die Flanke erstmal ein bisschen weit ist, aber Raum kriegt sie noch auf der linken Seite, legt sich den Ball dann erstmal auf den rechten Fuß, passt zurück auf Gündogan, der im zentralen Mittelfeld nicht so auffällig spielt wie Musiala, der tolle Zweikämpfe führt, aber insgesamt eben auch ein sehr, sehr auffälliges Spiel macht. Der Bayern-Spieler, der ja so universell einsetzbar ist. Michael Augustin hat es in der ersten Halbzeit gesagt, in Israel quasi eine Station weiter vorne. Und heute im Defensiven an der Seite von Gündogan. Und auch da macht er einen großartigen Job. 1:0, 50 Minuten rum für Deutschland. Marc Flecken, der Freiburger, hat den Ball. Interessante Karriere, hat für Alemannia Aachen gespielt als 19-Jähriger. Ist mit Duisburg von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen, war dann in Freiburg irgendwann zweiter Torhüter, erster Torhüter und jetzt mit 28 hat er hier vor ein paar Tagen sein Länderspieldebüt für die Elftal gefeiert beim 4:2 Heimsieg gegen Dänemark und heute macht er einen guten Job. Die Niederländer befreien sich mit Blind jetzt. Der Mann aus der Dreierabwehrkette spielt den Ball flach Richtung Mittellinie zu Depay. Ein kurzer Kontakt von Depay, war das hier auf der linken Seite. Und es kommen die Niederländer über Malen und Depay auf die linke Angriffsseite in Richtung des deutschen Strafraums. Aber Kehrer kommt an den Ball, spielt ihn zurück zu Manuel Neuer. Und den kann man ja immer anspielen in
höchster Bedrängnis eben gerade war er gar nicht so eng markiert, aber hat das Spiel schnell und geschickt auf die linke deutsche Abwehrseite verlagert. Und es gibt Virgil van Dijk mal da auf der rechten Seite dazwischen, von ihm aus gesehen auf der rechten Seite. Spitzelt den Ball ins Seitenaus, Einwurf für Deutschland in der einen Hälfte. David Raum hat den Ball in den beiden Händen. Ja, er wird sich geärgert haben. Das war eine gute Chance eben vor 4 Minuten in der 47. Das hätte das 2:0 für Deutschland sein können, vielleicht sogar müssen. Aber jetzt vielleicht Sané mit Tempo auf der linken Seite. Werner läuft mit ins Zentrum. Müller ist auch da, aber die Niederländer klären fürs Erste. Blind hat den Ball. Depay bietet sich an. Wieder ein Kontakt von Depay. Spielt den Ball in den Anschlusskreis zu De Jong. Der kommt nicht ran, weil Antonio Rüdiger aufgepasst hat und rausgerückt ist aus der Viererabwehrkette und hat ganz kurz mal den Fuß dazwischen gestellt. Und Havertz hat den Ball jetzt auf der halbrechten Seite, nicht weit vom niederländischen Strafraum entfernt. Gündogan, schöner Wechsel auf die linke Seite. Raum hat da Platz in links Außenposition, 20 Meter vor dem Tor. Aber jetzt haben sie in Person von Dumfries die rechte Abwehrseite dicht gemacht. Deswegen spielt Deutschland hintenrum über Schlotterbeck und Rüdiger. Ja, den Ball im Anschlusskreis, 0:1 der Spielstand hier in der Johan Cruyff Arena. Und Musiala muss jetzt gerade aufpassen, aber kann das dann letzten Endes unter tatkräftiger Mithilfe von Rüdiger klären, weil zurück zum eigenen Torwart, zu Manuel Neuer, der wieder raus ist aus seinem Strafraum, 7-8 Meter vor dem 16er. Jetzt erstmal den Ball mal mit linken, dann mal mit dem rechten Fuß ein bisschen zurückzieht, dann mit rechts überpasst auf die linke Seite. Da ist Nico Schlotterbeck mit dem Ball auf Müller, Müller auf Havertz und dann schön wieder Müller raus auf die rechte Seite. Tino Kehrer, der treibt ihn jetzt nach vorne, könnte dann einen mitnehmen, dann zieht er selber ab. Und Enttäuschung